Hallo, liebes Publikum, ich begrüße euch Gustavo Moreno Morales, vielleicht kommt mein Kameramann hier. Das ist gerade eben angefangen hier. Hier kennen die Leute von letzter Generation. Und so, die Leute, die Autos versuchen hier durch, auszuweichen. Sie kommen so vor, mir vor, dass die Leute schon wissen, wie sie das vermeiden können. Aber was ein bisschen riskant ist, weil die Polizei ist noch nicht da und die machen das selbstständig. Einfach so hier über die Mitte. Aber die kooperieren auch miteinander. Die Frau hier wartet auf die anderen, dass die anderen vorbeifahren. Ja, dann sehen hier, sind wir 2, 4, 6, 7 Personen, die jetzt diese Straße blockieren. So, mal sehen, wer ich hier interviewen kann. Hi! Hi. Sag mal, zwei Personen meinten, sie müssen. Ich hoffe, dass Sie das nicht mitbekommen. Ich versuche das hier im Mikrofon auszuschalten, wenn er nochmal, wenn dieser Autofahrer oder LKW-Fahrer nochmal so hupt, weil das ist ganz schön hart. Weißt du, wer das sind? Nein, geh mal weg davon. Letzte Generation, ich ficke die in den Arsch. Was soll das denn? Geh mal weg. Geh mal weg, auch du von mir. Was soll das denn? So, der junge Mann. Dämlich, nehmen Sie, ach, Sie sind ja dieser YouTube-Onkel, ne? Ja, genau, der Ja. Journalist, genau. Schauen sich diese Leute hier mal an. Also, bescheuerter geht's für mich nicht. Primitiv. Denkt ihr, könnt die Welt damit verändern, mit so einem Scheiß? Es regt mich auf, das kann ich Ihnen. Eine ältere Frau, da denkt man ja, dass sie ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Grips hat. Hat sie nicht. Also, ja, Sie sind ja gar nicht so, ich weiß, sind auch ein Schlingel, ne? Nein, Na, wieso? wir hatten uns schon mal so ein Nein, bisschen, ja. wieso? Ich bin nur Reporter, Ja, also ich versuche reportieren hier. Sie das mal, was das hier für Spinner sind. Ja. Meine Ja, Güte. deine Meinung darüber, Ich habe genau. eine sehr starke Meinung Ja, darüber. wie ist Ja. das denn, ja? Meine Meinung ist, wir können die Welt hier in Göttingen nicht verändern. Der CO2-Ausstoß, wir haben 2% und noch weniger. Das sind Pimperlitzchen. Und die kleinen Leute, die zur Arbeit müssen oder sonst was, die werden hier bestraft. Geht doch mal zum Energieunternehmen, zur Autoindustrie oder so. Die kleinen Leute hier, das verstehe ich nicht. Das ist für mich dummes Zeug. Ich fahre sogar einen Elektrowagen. Da müsste ich mal einen Applaus kriegen. Könnt ihr mal frei machen? Also, es ist für mich das Allerletzte. Göttingen ist aber auch so eine Keimzelle für so Idioten. Das muss man einfach so sagen.
Gibt es noch Fragen? Nee, ne? Ich wollte gar kein Statement halten, aber ich finde es abstoßend. Regt mich auf. Welche, hast du eine, ja genau, deine Vorschläge? Für was? Ja, wie konnte man das Klima so anders also, retten? Also, erstens, da müsste mal die Polizei kommen und das hier räumen. So, das ist mein Vorschlag jetzt. Das Klima muss nicht gerettet werden. Das Klima hat sich immer geändert. Und da können wir in Deutschland, Göttingen, diese Bürgerstraße sehr wenig mit ausrichten. Mal an China ran, mal an Japan ran, mal an die großen Industrien, aber doch nicht unser kleines Land. So, hoffentlich werden die jetzt mitgenommen und dann hat sich das erledigt. Glaubst du, dass sie damit mit solchen Aktionen die Leute, den Gust der Leute gewinnen wollen? Nein, überhaupt nicht. Das ist abschreckend. Das ist einfach abschreckend. Es wird sich jeder hier aufregen. Ja. Also ich muss jetzt auch fahren, alles klar. Aber danke schön. Ne? Ja. Jetzt kleben die sich auch noch fest. Kleben lassen, am besten kleben lassen. Hier ist auch so eine Linksradikale, sie kenne ich auch schon. Also Sie sehen, ja, sie, der junge Mann hier festgeklebt. Ich gucke hier. Ihr alle versteckt euch hinter diesen Farben. Hoffentlich. Die Leute. Sind noch nicht verwundet. Ich frage euch, warum versteckt ihr euch? Ich möchte nicht. Was mit Grünstreifen? Warum versteckt ihr euch hinter Orange, Weiß und Schwarz? Hier, Geisterfahrer. Warum versteckt ihr euch hinter diesen Farben? Hinter Tigers! Warum versteckt ihr euch hinter Tigers? Wow, meine Panzer sollten hier die Leute überrollen. So, die Polizei ist jetzt da. Ja, und was ich merke, ist, dass jedes Mal mehr in solche Aktionen mehr Publikum auch so sich beteiligt. So. Ja, ich komme hier zurück zu dir. Ja, wo waren wir? Sag mal, die Reaktionen vom Publikum hast du mitbekommen, ne? Ja, und es tut mir leid für alle Leute, die wir hier stören. Ich mache das nicht gerne. Und es tut mir leid, dass ich hier, ja, Menschen sind hier, die sicher Wichtiges zu tun haben, die natürlich hier nicht gern stehen, genauso wie ich hier nicht gern sitze. Gleichzeitig haben wir eben gelernt, dass wenn wir ins Regierungsviertel gehen, wir einfach ignoriert werden. Und wenn wir diesen Protest hier machen, wir nicht ignoriert werden können und damit viel mehr Druck auf die Regierung ausüben können. Und dass wir jetzt dringend Klimaschutz brauchen, ich denke, das ist den meisten klar. Und genau deswegen sitze ich hier, um die Bundesregierung daran zu erinnern, dass sie dazu verpflichtet ist, unser Leben zu schützen, unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Man macht das eben in einer Art und Weise, wie es nicht ignoriert werden kann. Und es tut mir leid, dass darunter dann Menschen hier leiden, beziehungsweise hier dann einige Minuten im Stau stehen. Warte, ich komme jetzt gleich zu dir. Gehst du den Autofahrer? Weiteren Verlauf jetzt gleich für die Verkehrsmaßnahmen, ja. So, jetzt was ich beobachte, ist, dass die Autos, die hier rüber gefahren sind, die machen das nicht weiter. Einen wunderschönen guten Tag. In der Einsatzleiter der Polizei. Ich möchte ganz kurz mit Ihnen sprechen. Sie kennen das ganze Spiel schon. Erfahrungsgemäß klassifizieren wir Sie als Versammlung. Ja, das ist erstmal das eine. Entsprechend machen wir jetzt Verkehrssicherungsmaßnahmen, um Sie aus der Gefährdung zu nehmen und um dem Versammlungsrecht Genüge tun zu können, damit Sie auch Ihrer Meinungsäußerung nachkommen können. Nichtsdestotrotz
steht durch eine mögliche Versammlung eine Straftat der Nötigung im Verkehr zu Buche, sodass wir möglicherweise in Zukunft Personalfeststellungen bei Ihnen durchführen werden. Nichtsdestotrotz werden wir Sie hier sitzen lassen. Diejenigen, die jetzt hier festgeklebt sind, sehe bis jetzt da 1, 2, werden wir Personalien feststellen müssen wegen möglicher Sachbeschädigungen. Aber auch dort werden wir von Lösemaßnahmen vorerst absehen. Das ist Ihre Versammlung. Sie legen vorerst die Dauer fest. Und wenn der Verkehr so weit läuft, dann werden wir den aus dem Rumpf führen. Wir werden sie nicht lösen. So, das geht jetzt hier im Zentrum von Göttingen. Das ist die Bendertor. Am Bendertor passiert das, wo 2, 4, 6, 7 Mitglieder des Integrationsrats, Entschuldigung, der letzte Generation, diese Straße blockieren, diese Kreuzung. Und ja, sagt die Polizei auch, ist präsent auch da. Können wir weitermachen? Sag mal, in deine Augen, eure Augen, besser gesagt, so letzte Generation, wie ist das die Reaktionen vom Publikum? Bekommt ihr mehr Zustimmung oder ist das das Gegenteil? Naja, wir sehen, dass immer mehr Menschen jetzt auch handeln und anfangen, mit uns friedlich zu protestieren. Wir sehen, dass immer mehr Menschen auch hier in Göttingen und sagen, ich mache da nicht mehr mit, ich lasse es nicht zu, dass die Regierung ja einfach ihrer Verantwortung nicht nachkommt und damit durchkommt, sondern ich setze mich jetzt hier auf die Straße und unterbreche den Alltag, um darauf aufmerksam zu machen. Und das sehen wir überall in Deutschland, dass eben immer mehr Menschen bei uns mitmachen und wir den Protest so eben immer weiter intensivieren. Ja, sag mal, auch vorgestern, jetzt wo wir auch da über diese Zustimmung sprechen, da in der Stadt Hammel, nicht weit von hier, von Göttingen. Da wurde letzte Generation geehrt. Kannst du ein bisschen erzählen, was war das? Du kannst mal Moni fragen. Ich Moni, wer ist Moni? Hier neben mir. Ah, neben dir. Ah ja, gut. Moni, hi. Zu dir wurde geschickt. Weißt du Näheres über diesen Preis, die letzte Generation vorgestern in Hammel bekommen hat? Was war das, von wem und so weiter? Das ist eine Stiftung, die Menschen mit Zivilcourage auszeichnet. Und die hat die letzte Generation unter anderem als Vorschlag bekommen und hat sich dann auch für die letzte Generation entschieden und einen Preis vergeben, der mit 5.000 Euro dotiert ist. Ja, und bei dieser Ehrung, wer war dabei? Also war jemand auch von der Politik oder hat die Politik auch davon erfahren? Oder? Ja, es war ein grüner Abgeordneter dabei, also ein ehrenamtlicher Bürgermeister, der in der grünen Fraktion ist, auch bei den Fridays for Future dabei ist. Der hat eine Laudatio-Rede gehalten und das war gut besucht, die Veranstaltung. Und war das als erste Aufzeichnung überhaupt, das ihr bekommen habt? Ja, soweit ich weiß, die erste Ehrung oder Anerkennung für eine Tätigkeit, die dem Allgemeinwohl dient. Das sind ja keine singulären Interessen einer einzelnen Gruppe, sondern es dient dem Allgemeinwohl. Das ist ein wichtiges Kriterium. Und es sind Menschen, die auch Nachteile für sich persönlich in Kauf nehmen, ohne für eigene Vorteile zu kämpfen. Diese Kriterien liegen da der Preisvergabe zugrunde. Ach so, aha. Und wie schlägt sowas sich bei euch nieder? Was bedeutet das für euch? Das ist eine Anerkennung unserer Tätigkeit und es sind im Grunde alle Mitglieder der letzten Generation geehrt, nicht nur im
im Kernteam, die das stellvertretend entgegengenommen haben, aber im Grunde werden alle Mitglieder damit für ihre Tätigkeit, für ihren Einsatz gewürdigt. Ja, und heute diese Reaktionen hier, wie also vorhin auch man auch direkt dich angesprochen hat, wie findest du das? Wie nimmst du das an? Ja, das ist auch verständlich. Wir unterbrechen den Weg der Leute, setzen uns in den Weg und dass das Ärger hervorruft, ist nachvollziehbar. Und das müssen wir so aushalten. Wir wissen, dass wir diese Reaktion provozieren können. Ja. Und den Vorschlag von Ihnen, sowas statt hier auf der Straße zu machen, direkt bei ja, die große Verursacher? Das wird auch gemacht. Insofern war das ein guter Vorschlag, aber da wurde auch schon protestiert und blockiert, ja. Ja. Gut, okay, ich drehe noch eine Runde, vielleicht komme ich nachher nochmal, danke. Ja, liebe Zuschauer, wenn wir da nach hinten gucken, ja, das wird den Verkehr so abgeleitet da. Aber wie Sie sehen, das ist auch das Interesse. Auch wenn ich das vergleiche mit anderen Male, kann ich auch sagen, dass ja, es ist mehr jedes Mal. Mehr. Die andere Straßenseite ist auch viele Leute, die da von da zu gucken, was hier passiert. Hier in Göttingen, wie gesagt, den Wendertor heißt das hier. Und ja, dann sind eins, die sie festgeklebt haben, nicht alles, eine Frau da hat sich festgeklebt, der Mann hier, zwei. Und drei, ja, drei Personen, die sie festgeklebt haben. Hi, moin. Hi. Sag mal, Ben, ihr habt immer vor, eine Spur freizulassen für besondere Fälle. Welche Spur wäre das heute? Es gibt die Rettungsgasse an der üblichen Stelle, an der ganz außen an, links an der Fahrbahn. Ah ja, links. Da können wir jederzeit eine Rettungsgasse aufmachen. Zwischen, also genau, da wo die Autos die Rettungsgasse bilden, machen wir dann auch auf. Ja. Wie siehst du das auch, die Reaktionen vom Publikum? Ist das, hat sich nicht geändert, immer wieder so negativ? Ist das so? Sehe ich das richtig? Naja, es ist durchwachsen, würde ich sagen, eigentlich von Anfang an schon immer. Und wir kriegen immer auch Zustimmungen auf der Straße und natürlich auch wütende Reaktionen, gerade von den Menschen, die blockiert sind. Wobei heute eigentlich von den Autofahrenden habe ich direkt nichts Negatives zu spüren bekommen. Und die Passanti, die heute vorbeigegangen sind, würde ich sagen, es war recht gemischt. Aber immer auch Gespräche, die man zuhört oder die man hören kann, wenn Menschen miteinander sprechen, dass erst jemand sich aufregt und dann die andere Person sagt, naja, ich finde das eigentlich gut. Und das ist ja schon genau das, was wir mit dieser Störung auch bewirken wollen, dass Leute miteinander ins Gespräch gehen und wir darüber reden, warum wir das hier machen. Und dass es eben so, wie wir jetzt Politik machen und wie wir jetzt gerade alle unseren Alltag leben, dass wir so nicht weitermachen können. Weil es uns so oder so genommen wird und wir haben jetzt noch ein kleines Zeitfenster, in dem wir Einfluss nehmen können, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Wenn wir das nicht nutzen, dann wird sich die Zukunft ohne unsere Mitbestimmung gewaltig verändern und auf den Kopf stellen. Und ein Alltag, wie wir ihn heute kennen, wird so oder so in 20, 30, 40 Jahren nicht mehr möglich sein für uns. Und für heute ist er schon für viele Leute nicht mehr möglich. Und Katastrophen wie im Ahrtal zeigen das ja auch sehr deutlich, dass auch mitten in Deutschland schon Menschen einfach ihren Alltag überhaupt nicht mehr so haben, wie sie ihn noch vor 4, 5 oder 10 Jahren hatten. Und das bringen wir hiermit auf die Straße und zum Ausdruck. Und weil wir auch aber daran glauben, dass wir als Gesellschaft da eine große Kraft entwickeln können, wenn wir uns ehrlich machen und sagen, wenn wir so nicht weitermachen können, wie wollen wir denn dann weitermachen? Und deswegen fordern wir diesen Gesellschaftsrat, der uns als Gesellschaft wieder zusammenbringt, und auch die verschiedenen Perspektiven sichtbar macht und wir dann gemeinsam Lösungen auch schaffen und finden können.
Genau, diese Gesellschaftsräte, wie sollen sie, was kann man sich so darunter vorstellen und wie würde die Arbeit von so einem Gesellschaftsrat aussehen? Also ganz wichtig ist, ich bin jetzt keine Expertin für die konkrete Durchführung von Gesellschaftsräten, aber die Idee dahinter ist, dass ein sozusagen Mini-Deutschland zusammenkommt und von Expertinnen und Experten beraten wird, aber auch von anderen AkteurInnen, also NGOs, von LobbyistInnen und so weiter. Da gibt es ganz festgelegte Verfahren. Und das ist auch nichts Neues, das hat es schon gegeben. Also es hat in Deutschland schon einen Klimarat gegeben, der auf freiwilliger Basis eben durchgeführt wurde, aber eben nicht von der Bundesregierung. Also es ist schon wichtig, dass die Bundesregierung das durchführt und auch anerkennt und eben dann ins parlamentarische Verfahren diese Empfehlungen auch einbringt. Wir wollen das in Zusammenarbeit mit dem Parlament, dass das in Zusammenarbeit mit dem Parlament durchgeführt wird und nicht das parlamentarische Verfahren umgehen, aber als zusätzliches Instrument, um die Gesellschaft wieder in die politischen Entscheidungen auch wieder mit einzubeziehen und diese riesigen Herausforderungen auch gemeinschaftlich bewältigen zu können. Dafür ist es ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Und wenn man sich die Ergebnisse anguckt, das hat es in Österreich gegeben, in Frankreich, in Deutschland, alles ähnliche Gesellschaftsräte oder Bürgerräte, so unterschiedlich wie das genannt wird, aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dann zeigt es, dass wir, wenn wir die Gesellschaft versammeln, wir sehr wohl dazu in der Lage sind, auch große Entscheidungen mitzutragen und diese Veränderungen dann auch selber zu befürworten. Wo wir halt das im herkömmlichen politischen Verfahren ja gerade im letzten halben Jahr auch sehen konnten, dass wenn wirksame Maßnahmen auf den Weg gebracht werden sollen, sie halt einfach, es unheimlich schwer ist, es so zu platzieren, dass eine breite Mehrheit diese auch mittragen kann. Das, ja, das ist eine von den verschiedenen Forderungen von euch. Welche sind die anderen Forderungen? Wir hatten verschiedene Forderungen. Eine der ersten war, dass es ein Essenrettengesetz geben soll. Auch hier, da haben viele gesagt, das geht doch aber gar nicht. Hier stellt ihr euch das vor. Es gibt solche Gesetze in anderen Ländern. In Frankreich gibt es ein Gesetz, was Supermärkten und großen Gastrobetrieben verbietet, Essen wegzuwerfen. In Deutschland gibt es das nicht. Wir werfen jeden Tag tonnenweise Essen weg. Das war eine der allerersten Forderungen. Seitdem ist da nichts passiert. Wir fordern nach wie vor natürlich ein Tempolimit. Das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel in Österreich, diesen Rat, den es zum Klima gegeben hat. Es gibt in Österreich bereits ein Tempolimit, das ist 120. Und dieser Bürgerrat, der hat jetzt ein Tempolimit von 100 gefordert. Das heißt, auch da, selbst wo es schon wirksame Maßnahmen gibt, werden noch wirksamere beschlossen, wenn die Gesellschaft zusammen an einen Tisch kommt. Und Tempolimit 100 auf Autobahnen ist weiterhin eine unserer Forderungen und das 9-Euro-Ticket zurück wieder für alle als soziale Maßnahme, um auch ein Zeichen zu setzen, dass wir die Maßnahmen natürlich sozial gestalten müssen. Und das war natürlich ein ganz großer Beitrag des 9-Euro-Tickets. Das ist eben ein großer sozialer Beitrag der Umverteilung war. Ja. Mit diesem Tempo 100, also hier, du weißt, in Europa gibt es kaum so ein Land mit Tempo 100, das sind 110, 120, 130. Ist das so 100 so eher als Ausgangspunkt, so, um zu verhandeln? Oder wie ist das so zu sehen? Naja, wir wollen diese Maßnahmen nicht vorgeben. Wir wollen, dass ein Gesellschaftsrat diese Maßnahmen gemeinsam beschließt. Diese Maßnahmen, die wir vorschlagen, das sind Vorschläge von uns, die Regierung direkt umsetzen könnte. Und wenn sie das nicht tut, dann ist das ein Zeichen, dass die Regierung aus welchen Gründen auch immer nicht imstande dazu ist, erste Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Und das ist eigentlich das Fatale. Wir sind in einer absoluten Notfallsituation und Notmaßnahmen werden nicht ergriffen. Das ist lebensgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und da jetzt zu sagen 100 oder 120 ist eigentlich schon fast absurd. Eigentlich müssen wir von heute auf morgen alles umkrempeln und wir haben kaum Spielraum für Verhandlungen und für Kompromisse. Und diesen kleinen Spielraum oder diese Perspektiven auszutauschen, das müssen wir natürlich trotzdem nutzen. Und dafür brauchen wir dringend den Gesellschaftsrat, weil gerade so große Maßnahmen nicht von oben nach unten durchgedrückt werden können. Da bin ich mir sicher. Und gleichzeitig glaube ich, bei guter Information und Einbeziehung der Gesellschaft kann das eine große Kraft entfalten und auch zu sehr schnellen und wirksamen Maßnahmen dann wiederum führen. Es gibt ja längst eine Mehrheit eine Mehrheit in der Bevölkerung für ein Tempolimit. Das ist gar keine Frage mehr. Schon lange auch. Es wird aber politisch nicht umgesetzt. Ja. Und eine andere Kritik an euch ist auch, warum mache ich das hier auf der Straße und nicht direkt zum Beispiel bei der Regierung, also Berlin?
Naja, das haben wir ja gemacht, das haben wir ja probiert. Und wir waren. Hat was gebracht? Nein, es gibt sehr wenig Sichtbarkeit, sehr wenig Aufmerksamkeit und eben auch vor allen Dingen keine Umsetzung. Es ist ja 2016 das Pariser Klimaabkommen vom Bundestag einstimmig beschlossen worden. Das heißt, die Pariser Klimaziele, die gelten verbindlich, auch für die deutsche Regierung. Und wir sehen ja, Jahr um Jahr wird bestätigt, dass das, was beschlossen wurde, nicht umgesetzt wird, dass das, was umgesetzt werden soll, nicht erfüllt wird. Und nun sehen wir, dass Gesetze, die nicht erreicht werden, einfach umgeschrieben werden. Und das ist das, was wir auf die Straße bringen. Wir sitzen hier für die Erfüllung von etwas, was mit einer überwältigenden parlamentarischen Mehrheit schon längst beschlossen wurde. Ja. Okay, vielen Dank. Gerne. So, liebes Publikum, also dass wir hier, dann bin ich sicher, so weiterlaufen wie andere Male schon der Fall gewesen ist. Also die Straße ist jetzt frei, also wurde geräumt, besser gesagt, ja, ist klar. Und Personalien werden jetzt festgestellt und ja, ein paar Wochen später bekommen die Post. Und ja, von daher, da wir schon wissen, wie das weitergeht, schließe ich jetzt in diesem Moment damit. Aber Spanisch ahora, tal vez, Information para los hispanosparlantes y para aquellos que quieran practicar el español. Estos son 7 representantes del grupo Leste Generación, Última Generación, traduce esto, en la traducción. Algunos de ellos, 3, se han pegado una mano al asfalto. De esta manera bloquean las vías y están exigiendo que el gobierno alemán, primero, que introduzca un tiempo límite en las autopistas de 100 kilómetros por hora. En la actualidad no hay ningún tiempo límite, pueden andar fácilmente a más de 300 kilómetros por hora. Claro, la producción que conlleva eso es mucho más gases, de gases de CO2. Otra de sus exigencias es de que se vuelva a introducir el tiquete de 9 euros para viajar durante un mes por toda Alemania, por donde quiera, con cualquier transporte público. Eso es ahorita. Bueno, esto dejo aquí hasta este momento. Espero que haya sido interesante para ustedes. So, wir lieben Zuschauer, liebes Publikum, ich hoffe, es war interessant für euch. Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Hasta la próxima.